Wir bei der Mondscheinshow glauben ja, dass die Welt noch nicht komplett im Argen ist. Bei uns ist das Glas immer halb voll. Deswegen richten wir jetzt den Blick auf die positiven Entwicklungen rund um den Globus mit der positiven Ludmilla. Schön, immer, dass du da immer bist. Immer positiv. Immer positiv. Ludmilla, wie stehst du zu Blähungen? Möchte ich vermeiden? Möchte ich vermeiden, ja. Es ist auch egal, ich habe nur irgendwie nach einem Übergang zu einem Thema Gas gesucht und keinen besseren gefunden. Egal. Gib dir mehr Mühe, Sven. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Aber die gute Nachricht ist, dass Stand Ende November der Gasverbrauch in Deutschland 21% unter dem Vierjahresdurchschnitt liegt. Wow. Also, woran liegt das? Produzieren wir weniger? Ist die Wirtschaft? Habe ich auch erst gedacht. Tatsächlich ist es so, dass die Wirtschaft weniger produziert. 6% sagen die Artikel. Aber die sind nur für ein Viertel des Gasverbrauchs zuständig. Ja, das heißt, von den 21%, 3/4 sind tatsächlich Einsparungen bei Privathaushalten. Und die Bundesnetzagentur sagt, solange wir unter 20% bleiben, kommen wir auch gut durch den Winter. Das heißt, wir hätten auch schon die letzten Jahre sparen können und haben es nicht getan? Das ist das Spannende, ne? Wenn man sich's überlegt. So, also wenn es einen Anreiz gibt, wenn es einen Grund gibt, was alles möglich ist. Klar, das kostet auch was, das ist nicht alles immer angenehm, aber da ist Potenzial da. Und die Hoffnung ist ja auch, dass das dann auch die nächsten Jahre weitergeht, dass wir 1/5 weniger fossile Brennstoffe auf einmal verbrauchen. Ja, und das in so kurzer Zeit. Also ich meine, was ist dann noch möglich? Ja. Das ist ja vielleicht auch noch interessant. Good news, indeed. Good news. Finde ich zumindest. Auf jeden Fall. Ich habe was Gutes aus dem Bereich der Medizin. Okay. Wann wurdest du das letzte Mal geröntgt, Sven? Tatsächlich ja. Erst, glaube ich, vor 2 Wochen oder so Halswirbelsäule. Mich hat es im Sommer mit dem Mountainbike geschmissen, wie man in Bayern sagt. Ich hat es geschmissen. Okay. Ich bin genau, ums Röntgen geht es. Wahrscheinlich konnte dein Arzt dir nicht sagen, aufgrund des Röntgenbilds, welche Folgen das für dich in den nächsten 10 Jahren haben wird. Welche Krankheiten Nein, daraus resultieren. Genau, soll es aber in Zukunft geben. Es soll quasi mit einem Röntgenbild möglich sein, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu prognostizieren. Und mit einem Röntgen? Mit einem Röntgenbild. Es ist eine künstliche Intelligenz, die gefüttert wurde und wird mit Röntgenbildern. Mittlerweile mit über 150.000 Bildern schon gefüttert worden. Und sie entwickelt sich weiter und erkennt Muster, die Krankheiten dann zur Folge haben. Okay, die Computer übernehmen. Die Computer übernehmen, also Computer. Röntgenbilder von dem Da sieht man ja aber eigentlich nur, also wenn du jetzt den Brustkorb, dann hast du da so Knochen. Anscheinend ja, so nicht. Wie hier, genau. Also anscheinend kann diese künstliche Intelligenz mehr erkennen und wertet Daten aus, sodass sie das Risiko für Erkrankungen, die zum Tod führen, bei Schlaganfall, Herzinfarkt, für die nächsten 10 Jahre prognostizieren kann. Das haben Sie getestet, sehr erfolgreich. Kurze Frage. Das heißt, also vielleicht wolltest du es eh gerade sagen, sorry, aber die haben diese Röntgenbilder rein und dann haben sie gewartet, bei welchen Leuten was passiert und haben geschaut, ob der Computer es wusste. Richtig, über 40.000 Probanden waren beteiligt und die haben quasi über eine lange Zeit das ausgewertet und geschaut, wie es sich entwickelt. Und natürlich muss jetzt noch validiert werden, auch wenn schon sehr viel klar ist. Okay. Ist es noch nicht in den Praxen angekommen, aber wir dürfen uns in Zukunft ja auch auf diese... Also das ist nicht eine Nummer, die irgendwie an 2 Mäusen mal ausprobiert wurde, sondern es ist schon richtig weit. Richtig, und das funktioniert. Richtig weit. Es funktioniert. Es ist eine sehr gute Nachricht und ich denke, allein, dass geforscht wird und da investiert wird, ist schon richtig cool. Cool, weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja auch was, wo man vorbeugen kann. Also wenn ich weiß, in 10 Jahren passiert was, kann ich ja was tun. Also richtig, da gibt es Medikamente. Ja. Also je nachdem, was es dann ist oder zu was es sich entwickeln kann, gibt es ja unterschiedliche, aber auch Präventivmaßnahmen. Genau, unser heutiger Gast würde wahrscheinlich sagen, Prävention, Ernährung, Sport, ne, ihr wisst es ja, Schachspielen, ist gut fürs Herz. Sehr gut, du hast da, glaube ich, auch Tipps. Ja, wir werden heute gleich noch drüber reden. Sehr gut. Wenn die meinen Brustkorb röntgen würden und die künstliche Intelligenz suchen würde, weißt du, was sie finden würde? Nein, das weiß ich. Großes Herz für Kinder. Und Tiere. Tatsächlich, das war auch wieder eine Überleitung, ein Überleitungsversuch, ihr habt es schon geahnt. Ein großes Herz für Kinder hat auch Teresa Kachindamoto. Hier haben wir ein Bild von ihr. Ich kannte sie vorher nicht, aber sie ist seit 19 Jahren Chief über den Dedza District in Malawi. Das ist ja so unterhalb der Mitte rechts in Afrika.
Und das Spannende ist, ihr Bruder war vor ihr Chief, sie war irgendwo anders, hat gearbeitet in irgendeiner Stadt. Dann wurde sie gewählt, kam dahin. Gewählt, das heißt, man wird da nicht per Familienzugehörigkeit. Nee, weil ich glaube, sie ist die jüngste von 12 Geschwistern. Also ich glaube nicht, dass es hätte wahrscheinlich noch andere gegeben, aber sie haben sie ausgewählt. Und als sie dann begonnen hat, so in ihrem District, das sind 900.000 Leute, also das ist nicht so ein Dorf, ja, sondern die ist da richtig so eine Bundesland-Ministerpräsidentin, könnte man vielleicht sagen bei uns. Ja. Und sie ist dann rumgegangen, hat versucht, die Leute kennenzulernen und hat gemerkt, dass es ganz viel junge Mädchen gibt, die schon irgendwie verheiratet sind oder Mütter sind. Ja. Also es ist, muss man dazu sagen, in Malawi eine relativ arme Gegend, für die sie zuständig ist. Und die Zahlen sind tatsächlich so, dass 42% der Mädchen unter 18 heiraten und 57%, also über die Hälfte der Mädchen zwischen 15 und 19, sind schon Mütter. Und ich vermute, es ist nicht ganz freiwillig. Ja, das ist eine Familienentscheidung, glaube ich auch, ob du heiratest und wen du heiratest. Das wird eher so von den Vätern ausgehandelt, ja. Genau, und als sie das gemerkt und gesehen hat, hat sie gesagt, Schluss jetzt, ist mir egal, was ihr alle denkt, ich bin jetzt Chief, wir ändern das. Ja, und sie hat ihre ganzen Unterhäuptlinge, so nennen die sich tatsächlich, zusammengerufen und hat gesagt, ab jetzt ist es verboten und wer nicht mitmacht, der wird rausgeschmissen. Verboten zu heiraten? Unter 18. Unter 18. Unter 18. Und sie hat das tatsächlich durchgesetzt. Sie hat mehrere, ich glaube 7 oder 8 von ihren Untergebenen dann ihres Amtes enthoben, weil sie sich geweigert haben, mitzumachen. Und erst wieder eingesetzt, als sie dann sozusagen auch sich gegen diese Kinderehen eingesetzt haben. Das ist schon krass. Weil, genau, also das Ziel ist ja, dass die Kinder in der Schule bleiben und dass sie eine Ausbildung bekommen und damit die Familie, das Land auch nach vorne gebracht wird. Das also heißt, die Ehen verhindern, dass im Grunde die Mädchen weiter zur Schule gehen können und eine Bildung bekommen. Du hast jetzt 2 Kinder, die schulpflichtig sind. Wofür würden die sich entscheiden, wenn sie die Wahl hätten? Schule oder Ehe? Die wissen ja nicht, wie es ist, verheiratet zu sein. Ja? Hallo Schatz. Nein. Nee, aber also Ehe muss man wirklich sagen, wenn du mit 12 irgendwohin, weil deine Eltern dich nicht mehr ernähren können, irgendwohin verheiratet wirst als kostenlose Arbeitskraft, ist ja noch mal was anderes, als wir vielleicht darunter verstehen. Und da hat sie tatsächlich auch gesagt, im Nachhinein, wenn Ehen unter 18 geschlossen wurden, annulliert sie die. Sie hat inzwischen, die Zahlen im Internet sind ein bisschen unterschiedlich, zwischen 3.000 und 5.000 Ehen annulliert. Das hört sich erstmal schlecht an. Wahnsinn. Aber Wahnsinn. 3.000 bis 5.000 Kinder wieder in die Schule geschickt. So, na? Und die werden auf alle Fälle ein besseres Leben haben dadurch. Und das, finde ich, ist eine Good News. Sehr gut. Tolle Frau. Sehr, sehr gut. Es ist ja ein sehr ernstes Thema, auch wenn sehr positiv. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu etwas leichterem Thema. Genau, wir haben ja letzte Woche mit unserem Adventskalender begonnen, war ja der 1. Dezember. Und heute am 8. wollen wir gemeinsam das 8. Türchen öffnen und ein bisschen zum Lachen. Ein Highlight der Sendung. Das Highlight hier. Genau, dann lass uns mal reinschauen. Türchen Nummer 8. Das ist ein Kochvideo für dich. Das ist das. Ein Omelette. Oh nein! Ja. Der kriegt nichts mehr zu essen. Jetzt, du bist ja eine Vertreterin von guten Pfannen, ne? Und guten Haushaltsutensilien. Immer. Hätte er mal investiert. Hätte er mal investiert. Eine Neuanschaffung getätigt. Auf jeden. Sehr cool. Genau, also die Videos gibt es übrigens für euch zu Hause auf unserem YouTube-Kanal bei den Shorts. Abonniert gerne, dann bekommt ihr jeden Tag einen lustigen Fail während der Adventszeit. Leute, es wird von Woche zu Woche schlimmer. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, der Sven. Ich glaube, das tut ihm nicht gut. Schaut mal selber. Ja, ich nicht. Seht ihr, was ich meine? Lasst mich nicht allein. Bitte abonniert den Kanal. Bitte.